Mensch, Thorsten, es geht ja mal richtig scary los gleich. Scary, scary. Geisterstunde auf der PlayStation 3 mit Beyond Two Souls, dem vielleicht letzten wirklich großen Titel für die Sony-Konsole. Ja, also bei Gran Turismo kommt ja auch noch, aber es wird einer der ganz großen sein. Und was wir gerade gesehen haben, man dachte wahrscheinlich jetzt, ach, das war bestimmt wieder Aiden, ihr Freund. Aber das war gar nicht Aiden, der hier Jodie geweckt hat, sondern es waren die Monster. Und von denen sehen wir später noch ein bisschen mehr. Also Beyond hat mehr Horror, als man vielleicht denkt. Und Quantic Dream typisch werden halt immer Alltagssituationen vermischt oder gehen über in richtig dramatische Szenen. Also hier eine Schneeballschlacht und Jodie ist ja irgendwie anders und das merken auch die Kinder und die wird ständig misshandelt. Es ist wirklich so. Kinder sind einfach grausam. Ja, aber es gibt ja einen, ihren unsichtbaren Freund und der weiß sich schon zu helfen. Aber ist natürlich auch nicht die feine Art. Das stimmt wohl. Du hast ja jetzt mehrere Stunden schon gespielt selbst und kannst mir sicher sagen, ob das alles immer automatisch getriggert wird, wann man diesen Geist spielt oder ob man da selbst entscheiden kann, wann man so von außen eingreift. Also in den allermeisten Fällen kann man das selbst entscheiden. Am Anfang, wenn einem das vorgeführt wird, dann wird es eben automatisch vorgeführt. Und dann gibt es halt Szenen am Anfang, wo man so einen Tipp bekommt oder wo sie halt mit Aiden spricht. Und man merkt, ah ja, jetzt sollte ich vielleicht auf Aiden wechseln. Aber man kann im Grunde in den meisten Fällen das wirklich selber übernehmen und natürlich auch selber entscheiden, was man mit Aiden macht. Und hier sind wir jetzt auf einer Party. Jodie ist jetzt ein Teenager, ein unsicherer Teenager. Und sie lässt den Typen ja nicht so ran und wie halt so Teenager sind, die wehren sich dann gleich auf ganz, ganz fiese Art. Danke für den Tanz, Matt, aber ich werde wohl passen. Wir sollten irgendwas mit ihr machen. Was machen? Also ich kenne es doch anders von den Partys früher. Schnappt sie euch! Es ist so, dass sie hier wollen, dass Jodie ihre speziellen Fähigkeiten vorführt. Sie möchte das aber nicht. Und deswegen wird sie jetzt hier, ja, man kann schon fast sagen, gequält. Deine mächtige Magie. Gemobbt zumindest schon mal. Ja. Bitte, bitte, lass mich aus! Das war schöner, als ich vorhin reinkam. Ich bitte euch! Spielerisch ist das schon aber alles sehr Heavy Rain, oder? Wenn ich mir das so anschaue. Also das, was man bisher gesehen hat, schon. Aber wir sehen jetzt gleich noch im Video weitere Szenen, die eigentlich gar nichts mit Heavy Rain zu tun haben. Eben auch immer, wenn man einen steuert, was natürlich schon auch genreübergreifend eine Besonderheit ist, dass man halt jederzeit oder oft auf so ein Wesen wechseln kann. Und hier hat man jetzt die Entscheidung, gehe ich einfach weg? Oder, naja, wir entscheiden es natürlich, logischerweise, natürlich, für die Rache. Und jetzt kann man eben einen selber hier steuern und man sieht eben immer, sind immer Gegenstände markiert, die man selber steuern kann oder eben mit so einem Energiepuls wegschleudern kann. Und man kann ihn für richtig Trouble sorgen. Es ist echt so Poltergeist, ne? Ja, ja. Und das ist wirklich eine Besonderheit, die man eigentlich noch bei ganz wenigen Spielen so erlebt hat. Also da muss man sagen, da war ich echt überrascht, wie viel neues Gameplay auch wirklich drinsteckt und da hebt sich's wirklich von Heavy Rain ab. Ja, witzigerweise gab es mal einen Gamecube-Ego-Shooter, der hieß Geist, ich weiß nicht, ob du erinnern kannst. Der und Name, da hatte man die Fähigkeit auch. Da konnte man auch in so Gegenstände schlüpfen und dann zum Beispiel eine Kaffeekanne umwerfen, um dann so Wächter zu erschrecken und so. Okay. Das Spiel war leider sehr mäßig, die Idee war damals schon gut. Man achte auch auf die dramatische Musik von Hans Zimmer. So, und jetzt wird's richtig heavy. Wir sind in einem Laborkomplex und was soll ich sagen? Da wurde ein Portal geöffnet und durch das kommen jetzt eben diese Monster. Also sozusagen die bösen Brüder von Aiden, die wollen jetzt hier in unsere Welt treten. Und mal als Jodie muss man jetzt dieses Portal wieder schließen. Und gleichzeitig wird man ständig von diesen Monstern, die schon durchgeschlüpft sind, angegriffen. Und Aiden versucht eben, Jodie zu beschützen. Gibt es Game-Over-Situationen dann bei solchen Stellen? Also wenn du jetzt zum Beispiel nicht richtig reagierst? Oder geht es immer weiter nur auf andere Art und Weise? Also es gibt, wenn man es irgendwie verkackt, dann gibt es halt Passagen, die das in eine andere Richtung lenken und durch die man sich dann irgendwie retten kann. Also bis zum Game-Over ist es schon ein weiter Weg. Aber ich muss also insgesamt sagen, dass mich die Story sehr schnell neugierig gemacht hat und dadurch, dass Jodie ständig angefeindet wird, wofür sie ja gar nichts kann, wächst sie einem unweigerlich ans Herz. Also es ist sicherlich nicht ein Spiel für jedermann, aber es hat so eine faszinierende Einzigartigkeit.